So, Andreas, wir stehen hier vor einem riesen Haufen Holz. Was ist das und wofür wird das denn hier benötigt in der Palm Tree Farm? Ja, wir haben ja wieder viel ausgelichtet, also die alten Bäume und die Seitenäste. Und das ist alles jetzt dünneres Holz und Weichholz, was nicht für Holzkohle verwendet wird. Und es fällt ja fast jeden Monat so ein Haufen an wieder hinten. Das verwenden wir als Grundmaterial für die Shiitake-Pilze. Es wird also geimpft, aufgeschichtet und dann in den Wald gesetzt. Muss auch irgendwie noch vorher behandelt werden oder weich gemacht werden, bewässert Nee, werden, sonst überhaupt irgendwas? nicht, überhaupt nicht. Also Wird es nur regnet hingelegt ja und. sowieso. Es wird einfach einmal geimpft und wir verwenden auch zum Beispiel alte Wurzeln oder Schlingpflanzen. Man kann alles ab der Stärke kann man impfen und dann wächst nach, würde man sagen, nach 3 Monaten werden die Pilze anfangen, Ja. aus dem Holz zu wachsen. Also Impfen ist nicht das, was man von der Tetanusimpfung kennt, sondern es werden dann quasi die Sporen ins Holz Genau, dann es wird einfach reingebohrt. mit dem Bohrer ein kleines Loch gemacht, um einen 6er-Dübel reinzubringen. Und das ist dann einfach Holz, was den Pilz schon hat. Und dieses Stück Holz wird in den angebohrten Holzstamm einfach reingedübelt, reingeklopft und vermehrt sich dann im Holz. Ah ja, das heißt, es breitet sich dann über die anderen Hölzer aus. Das ist quasi so ein Punkt, wo es dann reinkommt und dann von da aus breitet sich der Pilz dann über die anderen Hölzer aus. Genau. Aber ich habe da super wunderbare Bedingungen hier. Es ist warm, es ist feucht und im Schatten ist es genau das, was man hier braucht. Und ihr könnt quasi die Flächen nehmen, die ihr noch vom Restwald übrig habt und könnt da die Hölzer unten drunter Da ist auflagern. schattig genug, es ist auch feucht da unten und es ist so viel Holz da. Also wenn wir es nicht mit dem Pilz impfen, dann wird die Natur es impfen Mit und anderen dann Pilzen. sind nach 2, 3 Jahren sind sie auch weg. Okay, wunderbar. Dann nutzen wir es doch dann wieder für den Menschen und die Umwelt und können aus dem Ertrag noch erwirtschaften und nutzen wieder alles hier. Also wie die Permakultur es ja auch dann sagt, Klar, alles genutzt, was diese da ist. Baumpilze haben ja eine sehr wichtige Funktion, denn würde es die Pilze nicht geben, wir würden ersticken in dem ganzen Material, Blätter, Zweige, Äste. Ja, also wenn Bäume umfallen, ist ja nach 3, 4, 5 Jahren haben die ja Pilz überwachsen und innen drin alles schon zerfressen von Pilzen. Ja. Natur Also wir sorgt hätten dafür. kein Pflanzenwachstum ohne Pilze. Wenn nicht die Zusammenarbeit zwischen den Pilzen und den Bäumen da wäre, Ja. würde das nicht funktionieren auf die Dauer. Das Genau. ist eine seit Milliarden Jahren erprobte Zusammenarbeit zwischen Pilz und Baum, Pilz und Pflanze. Wunderbar, Dankeschön.